Was geht YouTube? Nineborns wieder am Start für euch. Recht herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich wieder ein paar Neuigkeiten, ein paar Infos mit euch teilen möchte, die ich für sehr interessant halte. Und zwar habe ich einen Twitter-Post eines Users entdeckt, der hat so ein bisschen seine Ideen geteilt, die er in Bezug auf Dying Light 2 hat, was er sich so wünschen würde. Und das Schöne ist, der Timon, der Lead-Designer von Techland, hat auch darauf reagiert. Das heißt, wir kriegen auch direkt ein Feedback zu diesem Post, denn dieser User schreibt zum Beispiel, wie es denn wäre mit einem Survival-Mode. Oder er würde sich sowas wünschen wie, dass man die verschossenen Bolzen und Pfeile wiederbekommen kann. Und wie gesagt, der Timon hat darauf reagiert. Er schreibt hier, the design is ready, it's Survival Mode light. Also das heißt, ein Survival Mode ist auf jeden Fall in Arbeit. Wie genau der dann aussehen wird, dazu gibt es meines Wissens aktuell zwar noch keine Infos, aber ich bleibe da auf jeden Fall dran, halte euch da auf den Laufenden. Ist, denke ich, ein sehr interessantes Thema, weil es natürlich einfach wieder bedeuten würde, dass wir mehr Content kriegen, und das ist extrem wichtig, weil meiner Ansicht nach ist es immer noch zu wenig Content, den wir aktuell haben, um das Spiel wirklich weiter grinden zu können, und dementsprechend bin ich da sehr gespannt. Und auch was das Wiederbekommen von Pfeilen und Bolzen angeht, hat er hier ein ganz klares Statement abgegeben. Er sagt, das Ganze ist on the list, hopefully 1.4, also hoffentlich dann mit dem Update 1.4 bekommen wir dann auch die Möglichkeit, Pfeile und Bolzen wieder aufheben zu können. Und das ist für mich ein sehr, sehr interessanter Punkt, weil ich habe das selber bei mir gemerkt. Ich spiele an für sich super gern mit dem Bogen, vor allem jetzt im New Game Plus, wo man natürlich die Armbrust auch nicht mehr standardmäßig im Inventar hat. Das heißt, man müsste sich wieder für die Peacekeeper entscheiden, um die zu bekommen. Und ich denke, ich werde diesmal eher den Weg mit den Survivern gehen, und dann werde ich wirklich nur diesen Bogen auch als Fernkampfwaffe haben, und dadurch würde der Bogen einfach natürlich nochmal aufgewertet werden. Und wie gesagt, wenn man da mit dem Bogen spielt, wie schnell hat man da 50, 60 Pfeile verballert? Und dann ist es immer so ein Moment, wo man sich sagt, oh, ich drehe jetzt vielleicht dann doch mal lieber ein bisschen auf die Bremse, weil ja, man hat natürlich nicht jederzeit wieder Bock, dann sich die ganzen Materials zu farmen, und dementsprechend finde ich es sehr, sehr geil. Das wäre ein Schritt in die richtige Richtung, würde ich sagen. Es wäre natürlich auch nur logisch bzw. realistisch, das mit einzubauen ins Spiel. Und dementsprechend würde ich das für eine sehr, sehr gute Idee halten, wenn das denn dann so umgesetzt werden wird in Zukunft. Aber wie gesagt, laut dem Timon sieht das Ganze sehr gut aus. Also Survival Mode ist scheinbar in Arbeit, und auch, dass man Bolzen und Pfeile wieder bekommen kann, ist scheinbar auf der Liste und hoffentlich dann mit dem nächsten Update verfügbar. So viel zu diesen Themen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dem Video wieder einen Daumen nach oben gebt und mir einen Kommentar hinterlasst. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Haut rein, Nineborn, Ende.